Ja, Agnostiker, der Magister, the Master of the Universe, Herr Küppersbusch. Ich hatte gerade Besuch von einem kleinen Kater, obwohl, nee, eigentlich ist er schon ein bisschen größer. Und dem habe ich ein bisschen Hühnerfrikassee gegeben und esse jetzt den Rest. Und erzähl euch mal etwas von Agnostikern. So viel zum Magister. Was haben sie versucht, hier vor Ort mir einen Mord unterzujubeln? Und das haben sie versucht. Und das hat nicht funktioniert. Dann bekam ich eigentlich einen Freispruch. Und dann versuchen sie wieder zu pushen. Neben den ganzen Flugzeugarien und Babylon, Berlin und Chemiezug und Film- und Fernsehwerkstatt von Drittanbietern und ja, leider fand ich das irgendwie nicht so lustig. Und zumindest haben sie es ja versucht. Ne? Aber welche Untersuchungsunterlagen denn? Knallen wir jedes Mal mit solchen Marotten irgendwie meine Festplatten weg. Im PC. Ja, ein tolles Buch, ey. Bekam keinen Gewerbeschein mehr, bekam dies nicht mehr, bekam das nicht mehr. Aber sitzen alle in einer Bundespressekonferenz in Berlin, was total absurd erscheint, aber dem ist auch noch so. Denkt mir auch so mein Teil. Erzählen was von Gaspipelines. Oder sonst was. Mühselig ist es, darauf rumzukauen. In Göttingen haben sie das auch schon mal versucht. Genau das Gleiche, den Mord unterzujubeln. Fand ich echt super. Fand ich bezeichnend. Fand ich nett. Macht das aggressiv. Ich weiß nicht, macht eine Studie drüber. Ja.
Aber es ist ja jetzt ein paar Jahre her, man darf ja wieder drüber reden, ne? Oder ist das immer noch so? Sie leiden an einer Massenhypnose. Tick, tack, tick, tack, tick, tack. Und wir nicht, ne? So gingen dann die Jahre ins Land. Für mich mit nichts zu tun. So eine blaue Seite. Selbst hier fische ich ein Haar aus dem Hühnerfrikassee. Lecker. War nicht meins. Ist tatsächlich so. Ja, was macht man denn da? Alles dicht machen. Ja, wäre so eine Hose von den Schauspielern. Alles dicht machen, alles dicht machen. Das kann nicht sein. Ich höre irgendwie immer nur am neuen Mörtel. Nett ist ja, sie fliegen jetzt alle wieder in den Urlaub. Da gab es ganz andere Accounts, die haben die Leute sowas von abgezockt und fliegen jetzt in den Urlaub. Hier so durch die Schneise durch. Aber wollten wir hier noch einen Mord anhängen? Dankeschön. Zensiert, weil ich hätte dich fast beleidigt wegen Realfaschismus.